Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee, und Klein Anouk schläft schön brav im Tragesäckchen. Herzlich willkommen zu meiner Videoserie Essbare Wildkräuter. Heute im ersten Teil möchte ich dir gern 7 essbare Wildkräuter kurz vorstellen. Und zwar die Brennnessel, die Taubnessel, den Giersch, das Wiesenlabkraut und das Klettenlabkraut, den Löwenzahn und den Waldsauerklee. Ich freue mich, dass du dabei bist, und ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Freude. Hier wächst schon mal in Hülle und Fülle die Brennnessel. Die kennt eigentlich jeder. Spätestens nachdem man sich das erste Mal in ihr verbrannt hat, weiß man, dass es die Brennnessel ist. Verwenden von ihr kann man die Blätter, die Blüten oder die Samen. Sie blüht von Mai bis Oktober und die Samen findet man ungefähr von Juli bis Oktober. Wenn man die Samen trocknet, kann man sie toll im Winter als Gewürz hernehmen. Die Blätter kann man mit einem Nudelholz abrollen, dann brennt sie nicht mehr. Dann kann man sie toll in Salat tun oder in Schmusis, Pesto aus ihr machen oder sie auch wie Spinat zubereiten. Brennnesseln enthalten sehr viel Magnesium, Kalium, Eisen, Vitamin A, C und E und Eiweiß. Und hier wächst die Taubnessel. Sie gehört zur Familie der Lippenblütler und ihre Blätter sind dreieckig gesägt und sie hat einen viereckigen Stängel. Das hier ist die gefleckte Taubnessel mit den violetten Blüten und es gibt dann noch die Goldnessel, die hat gelbe Blüten und die weiße Taubnessel. Verwenden kann man von ihr die Blätter, Blüten und Samen. Sie blüht von April bis Oktober und die Samen findet man ab Ende Mai. Nachdem die Blüte abgefallen ist, findet man die Samen in den Kelchen. Man kann sie super in den Salat tun, gerade die Blüten sehen da besonders toll aus und in alle möglichen Speisen und Getränke. Die Taubnessel enthält sehr viel Kalium, Eisen, Phosphor, Zink und Magnesium. Hier wächst der leckere Giersch. Das Gesamtblatt ist dreiteilig verzweigt und die Blätter am Rand gezähnt. Der Blattstiel ist dreikantig. Verwenden kann man Blätter und Blüten, wobei man bei den Blüten vorsichtig sein muss, da es ein Doldenblütler ist und es auch giftige Pflanzen gibt mit solchen Blüten. Er blüht von Mai bis September und auch die Früchte kann man von Juli bis September verwenden, frisch oder getrocknet als Gewürz. Der Giersch ist lecker als Salatgrundlage für Suppen, Pesto, Limonade, Schmusis, einfach für alle Gerichte. Er enthält sehr viel Kalium, Magnesium, Zink, Calcium, Vitamin A und C und sehr viel Eiweiß. Hier wächst das Wiesenlabkraut. Es hat einen kantigen Stängel und die schmalen Teilblättchen sind zu mehreren rund um den Stängel angeordnet. Das ist immer wie so ein Kreis ringsrum. Verwenden kann man das ganze Kraut, Blätter, Stängel und Blüten. Es blüht von Mai bis September und hat ganz kleine weiße Blüten, so 3 mm, und viele Blüten befinden sich an den Blütenästen. Das Wiesenlabkraut ist super als Salatgrundlage, lecker in Schmusis, in Pesto oder in Suppen. Diese Pflanze soll auch die Lebensgeister wecken. Das hier ist das Klettenlabkraut. Es sieht eigentlich ähnlich aus wie das Wiesenlabkraut, nur dass es zudem noch Kletthaare besitzt. Verwenden kann man Blätter, Stängel und Blüten und es blüht von Juni bis Oktober mit kleinen weißen Blüten. Das Kraut kann man zum Mixen oder in Saften verwenden, weil wegen der Kletthaare ist es jetzt nicht so lecker im Salat. Früher wurde mit diesem Kraut sogar Matratzen oder Kopfkissen gefüllt. Das kann man sich auch beim Trekking zunutze machen. Den Löwenzahn müsste eigentlich auch jeder kennen. Man kann von ihm die Blätter, Blüten, Stängel und Wurzel verwenden. Er blüht von April bis ungefähr Juli, hier so toll gelb. Man kann ihn im Salat verwenden, da nimmt man dann am besten hier die jungen, frischen Blättlein oder auch in allen möglichen Speisen. Und auch die Blüten sind super zur Deko, sie schmecken herrlich süß. Wenn man die Blätter eine Weile im Wasser oder Salz ziehen lässt, dann werden sie auch milder. Der Löwenzahn enthält sehr viele Bitterstoffe, viel Eiweiß, Vitamin C, Kalium, Magnesium und Phosphor. Und hier im Wald wächst der köstliche Waldsauerklee. Verwenden kann man die Blätter und Blüten. Er blüht von April bis Juni, hat weiße Blüten mit violetten Adern.
Blätter und Blüten kann man super im Salat verwenden, in Getränken oder einfach zur Erfrischung bei Waldspaziergängen. Das Tolle ist, die Blätter findet man das ganze Jahr über, auch im Winter. Er schmeckt herrlich zitronenartig erfrischend und hat sehr viel Vitamin C und Oxalsäure. So, das waren nun die ersten 7 Wildkräuter. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du im zweiten Teil wieder mit dabei bist, wenn ich dir die nächsten 7 Wildkräuter vorstelle. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mich mal auf meiner Webseite besuchen kommst. Und zwar hier. Pling! Oder besuch mich auch sehr gern mal auf Facebook oder YouTube. Alles Liebe und bis jetzt, sagt dir Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.